Ach Gott, ja, dieser Messenger. Ja. Der Messenger am Computer, ja. Das haben wir früher quasi, hat man das noch gehabt. Kindheitserinnerungen, diese ganzen Icons und so weiter, die sich da bewegen. Ein Sound mit Nostalgiefaktor. ICQ feiert Geburtstag. Mehr als 2 Jahrzehnte gibt es den Online-Messenger bereits. Er ist einer der ersten großen in den 90ern. Man kann schon sagen, denke ich, dass ICQ dieses Format Messaging populär gemacht hat. Und wie halt so oft, die Pioniere haben dann ihren Vorsprung eigentlich nicht längerfristig nutzen können. Die grüne Blume hat schnell ausgedient und der Messenger-Veteran wird von 9 Plattformen abgelöst. Der Abstieg hat dann begonnen mit Skype oder mit der weiten Verfügbarkeit von Audio- und Videotelefonie. Der Social-Media-Friedhof wächst und wächst. Schnell gesellen sich auch andere Dienste zu den digitalen Relikten, wie zum Beispiel die Studentenplattform StudiVZ, die Online-Plattform MySpace oder vielleicht auch bald der Social-Media-Riese Facebook. Facebook ist mittlerweile sehr, sehr stark in der Infrastruktur des Internet verankert. Was auf jeden Fall passieren wird müssen, und da unternimmt Facebook schon sehr viele Anstrengungen in die Richtung, es wird mehr eine soziale Nachrichtenplattform werden als ein persönliches Social Network. Veränderung, das Rezept zum Überleben in der Online-Welt. Auch ICQ ist seit kurzem als App downloadbar, in der Optik von WhatsApp und Co. Aber ob es dafür nicht schon zu spät ist? Die App kann ja gut sein, aber wenn es das nur du hast, das bringt dir nichts. Es muss einfach echt jeder haben. Ja, man ist schon ziemlich aus, also man hat eigentlich schon ziemlich viele Messenger. Ich kann mir vorstellen, dass es runterlädt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nach einem Tag wieder auf WhatsApp bin. Weil WhatsApp hat jeden in der Hand, das ist so. Wenn du kein WhatsApp hast, bist du nicht dabei. Leider. Bei Online-Diensten gilt also, entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit.